Moin aus Eckernförde, herzlich willkommen bei uns im Auto. Moin von der Ostsee, 10 Uhr, 9 Grad, fieser Nieselregen, boah. Feinster, ekligster Regen, den man sich überhaupt vorstellen kann, finden wir immer. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Kiel. So sieht's aus. Und die 9 Grad weiß ich nicht, wir kommen gerade aus der Tiefgarage, vielleicht fällt das jetzt noch auf 5, ich weiß es nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja, herzlich willkommen bei uns im Auto zur nächsten Folge Gran Canaria aktuell. Bevor ich das sage, eine Korrektur. Gestern haben wir ein Video gemacht, da habe ich gesagt, dass der ehemalige Laden von Tine und Lucky Stadelmeier in der La Sandia ist ja die La Cucaracha Bar gewesen. Da habe ich das schon komisch geguckt, aber ich sag mal nichts. Von dir Blödsinn. Das war natürlich die Larifari Lounge. Genau. Das Problem ist eben La Cucaracha, La Sandia, La Larifari. Fängt alles mit L A an. Lucky. Und Lucky. Mein Gehirn hat da eine Fehlschaltung gehabt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Genau. So, für Kurzentschlossene unter euch, die jetzt demnächst auf die Insel kommen, also nach Gran Canaria kommen und bei entspannten 25 Grad den Winter dort genießen wollen. Ja. Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Info für euch. Ihr müsst nämlich Sachen einpacken, die ihr sonst nicht einpacken würdet. Ihr müsst natürlich nicht, aber ihr könnt. Wenn ihr eure Koffer packt, vergesst die Schlittschuhe nicht, Leute. Ich habe heute Morgen gelesen, so gerade so überflogen, dass es im Holiday World ab dem 29. oder 30.11. eine... 20.11. Oh, entschuldige, genau, mein Fehler. Ab dem 20.11. eine Schlittschuhbahn geben soll. Sehr spannend finde ich das. Ich kann es noch nicht glauben. Und wie toll ist das denn eigentlich, in kurzer Hose oder im Kleidchen da seine Pirouetten zu drehen? Ich stelle mir das toll vor. Ich finde es ganz traurig, dass ich nicht da bin. Ich kann nämlich so gut Schlittschuh laufen. Eine Bielmann-Pirouette. Ja, genau. Mit einem dreifach gesprungenen Achsel. So sieht's aus. Ja, herrlich. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber wir werden ja sicherlich demnächst dann irgendwo auch mal Bilder sehen. Ich wollte gerade sagen, wenn das denn alles stimmt, freue ich mich wirklich auf Bilder, die wir euch natürlich zeigen werden. Ja. Und falls wir Opfer einer Ente geworden sind, einer Zeitungsente geworden sind, Zeitungsente sagt man gar nicht mehr, ne? Wie heißt das denn im digitalen Format eigentlich? Keine Ahnung. Digitale Ente, also wie auch immer. Falls wir irgendjemandem irgendeiner Geschichte auf den Leim gegangen sein sollten, ja, dann ist das so. Aber wir erzählen es jetzt erstmal, ich habe es gelesen. So, und diejenigen unter euch, die auch gerne mal dann im Urlaub bei der Überwinterung auf Gran Canaria nicht davon lassen können, am Samstag immer die Fußballspiele zu gucken oder auch La Liga-Spiele zu gucken, also die erste Bundesliga sozusagen von Spanien. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, unter anderem auch illegale Anbieter. Und so hat jetzt jüngst die Guardia Civil hat jetzt einen dieser illegalen Anbieter, und zwar den führenden Anbieter, der kostenpflichtig illegal Fußballspiele zur Verfügung stellt, da hat die Guardia Civil diesen Kanal sozusagen hopp genommen, also hat den dicht gemacht. Ich wusste auch gar nicht, dass die Guardia Civil über eine Spezialeinheit verfügt, die sich nur um sowas kümmert, also die sich bestens mit IP-Adressen auskennt und eben die sind eben schlau, was Technik angeht. 78.000 Nutzer haben diese Streaming-Plattform kostenpflichtig genutzt und da ist ein Schaden von rund 45 Millionen Euro entstanden. Also für Movistar, das ist sowas wie Telekom in Deutschland oder Orange oder Vodafone, also das gibt es ja auch alles auf der Insel, also legale Plattform. 78.000 müssen jetzt auf legale Plattformen zurückgreifen, weil die illegale Plattform dicht ist. Ihr merkt, ich schalte bei dem Thema ab, ne? Aber ja, ich finde das so interessant, dass die Guardia Civil eine Spezialeinheit hat. Ich finde, die Spanier haben sowieso für alles Spezialeinheiten. Zum Beispiel? Die haben ja, die Polizei ist ja so gut aufgestellt, die ist ja, die eine Geschichte ist ja dafür zuständig, die ist dafür zuständig, extra für die Autobahnen haben die was. Und was weiß denn ich? Ja. Ne? Polizei ist sehr gut organisiert und die haben verschiedene Zuständigkeiten. Ne? Genau. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. So, jetzt kommt die nächste Nachricht. Da muss ich jetzt mal in mein Handy gucken, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar geht es tatsächlich um Handy, also diese Sachen hier. Ne?
Smartphone, sagt man ja heute. Und zwar geht es darum, falls ihr auf Gran Canaria seid und ein Erdbeben kündigt sich an oder sonst irgendwie schlimme Naturereignisse, da gibt es ja die Möglichkeit, sich anzumelden bei einem Dienst, der einen dann benachrichtigt, falls jetzt tatsächlich eine Katastrophe bevorsteht. So. Und auf jedem Mobilfone ist es ja anders, aber so sinngemäß in den Einstellungen müsstet ihr mal suchen nach, Moment, ich finde es gleich, da gibt es bei vielen das Thema Sicherheit und Notfall oder Benachrichtigung. Drahtlose Notfallwarnungen, und da kann man dann die Option wählen, Benachrichtigung zulassen. Also sinngemäß, ihr werdet das sicherlich in eurem Smartphone irgendwo ähnlich finden. So, und wenn ihr das dann aktiviert habt, dann werdet ihr automatisch über euer Smartphone über eine bevorstehende Katastrophe benachrichtigt. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Geschichte. Ja? Ja. Oder? Unbedingt. Ja. Also das wollte ich gerne loswerden. Das fand ich ganz interessant. Finde ich auch gut, ja. Und jetzt der Knaller. Die Hells Angels, die gibt es ja auch auf Gran Canaria oder den Kanarischen Inseln. Und die sind jetzt 12 davon verhaftet worden. Ach. Warum? Die Guardia Civil mal wieder hat im Rahmen einer Operation, muss ich gerade mal gucken, wie viele Tonnen das waren. Also Drogen finde ich jetzt nicht. Es geht aber um berauschende Substanzen. Es geht um Substanzen, ja, okay. Verbotene Substanzen. Und da haben sie die Hells Angels hier hopp genommen. Und 12 Leute verhaftet. Auf Gran Canaria? Ja. Okay. Und zwar war da wohl ein führender Mensch, der aus Galda kommt. Also ein führender Hells Angels. Galda ist ja eine wunderschöne Stadt oben im Norden. Und von da aus ist das wohl dann auch alles mehr oder weniger gut organisiert worden von den Hells Angels. Aber eben nicht so richtig gut, weil die Guardia Civil war eben dann besser. Auch wieder eine schöne, positive, erfreuliche Nachricht. Drogen ist ja fast täglich in der Zeitung bei uns. Wir sind ja so ein Umschlagplatz für Drogen, die dann nach Europa kommen. Die kommen natürlich aus Mittel- und Südamerika, über den Atlantik geschippert. Weißt du noch, wie wir in der Guinea-Gin waren? Ja, oder auch vom afrikanischen Kontinent. Also wir sind ja so mittendrin irgendwie, ne? Ja. In der Guinea-Gin sind wir Zeuge geworden, ja. Wie nicht nur die Guardia Civil, sondern auch viele andere Einheiten. Also zivile Drogenfahnder waren da zu sehen. Was und so weiß weiter, ich. Ne? Ja. Die haben so eine Kette gebildet und haben von einem Segelschiff Pakete runtergeholt. Also es gibt offensichtlich aus der Luftüberwachung die Möglichkeit zu erkennen, ob ein Schiff schwer beladen ist. Ja genau, ich wusste das vorher gar nicht, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, aber die können tatsächlich erkennen, wie tief das Schiff im Wasser liegt und was da alles drin sein muss, kann. Die sehen die Wasserlinie und wissen ja, wenn eine normale Beladung da ist, wo die Wasserlinie zu sein hat. Und da war das wohl sehr deutlich zu erkennen. Und dann hat man aus einem Hubschrauber mit so einer Hochleistungskamera das aus großer Entfernung aufgenommen und hat das Segelschiff dann in Aginigen hopp genommen. Ja, ich bin ja echt naiv bei sowas, ne? Aber gut, wir haben es live und in Farbe gesehen. Der Teide, der größte, der höchste Berg Spaniens auf Teneriffa, unsere Nachbarn, der bebt im Moment. Und zwar hat man hier 500 Erdbeben gemessen. Wir haben ja täglich Erdbeben, insbesondere zwischen Teneriffa und Gran Canaria. Seebeben. Ja. Bebt, ja, Seebeben, genau. Aber auch auf den Inseln selber gibt es ja ständig Aktivitäten. Und das ist auch alles unter Kontrolle und man selber merkt da nichts von. Also das sind zwar viele hundert Beben, die da stattfinden, aber man merkt nichts davon. Ja, die Kanaren sind schließlich vulkanischen Ursprungs. Ja, aber wie gesagt, der Teide hier, die haben hier 500 seismische Aktivitäten, also ein Schwarm von Erdbeben gemessen. Und das ist wohl lange her, okay. Lange her, dass es so viele gab. Ja. Aber keine Sorge, das ist jetzt kein Grund, die Koffer nicht mehr zu packen. Alles normal. Wir haben noch nie ein Erdbeben oder ein Seebeben erlebt und sind jetzt ja schon einige Jahre immer mal wieder da. Auf Madeira habe ich das mal erlebt, so ein Erdstoß.
Das hat man deutlich gemerkt. Wir beide haben das mal in gemeinsam Rom. In Rom erlebt. Haben wir es auch erlebt. Genau. Da hat man sich tatsächlich unter einen Türrahmen, oder wie sagt man, Türfirst, oder wie nennt sich das, da hat man sich tatsächlich in Sicherheit gebracht, weil die wohl am wenigsten schnell zu Fall kommen. Ja? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Also ich habe nur das Gefühl gehabt, vor unserer Ferienwohnung fuhr eine Straßenbahn. Da gab es aber gar keine Schiene und gar keine Straßenbahn. Aber so fühlte sich das an. Als wenn so direkt vor der Haustür eine Straßenbahn fährt. Das war schon spürbar. Das rumpelte, richtig. In den Beinen. Es gab ja ein großes Erdbeben in Mittelitalien oder in Norditalien. Genau. Irgendwo. Genau. Das waren die Ausläufer, ne? Und das hier ist 80. Ja? Ja. Ich bin so froh, dass du mich da immer drauf hinweist. Ja. Mensch, wir haben es aber wieder verquatscht. Da komme ich doch. Fahre ich doch glatt mal ein bisschen zu schnell. 80 statt 120. Ja, ist ja gut. Naja, so. Und dieses Erdbeben ist, ich glaube, 200 Kilometer weiter ist Rom, da waren wir. Und wir haben es gespürt. Ja. Gut. Was gibt's noch von den Kanarischen Inseln zu berichten? Es ist deutlich wärmer als angekündigt. 28 Grad hatten wir gestern und nicht 23. Das waren eigentlich die offizielle Ankündigung der Wettervorhersage, aber es waren 28 Grad. Ich finde, wir haben jetzt auch schon wieder eine Menge erzählt und wir müssen uns ja auch immer was aufsparen für die nächsten Tage. Wir sind jetzt gleich in Kiel, gehen mit unserem Sohn in den Citypark. Das ist ein Einkaufserlebnis, das wir sehr mögen. Besonders am Wochenende, schon früher als wir immer. Ganz kurz mal unterbrechen. Hier kommt nämlich, das ist ganz wichtig hier, das ist die Levensauer Hochbrücke. Sieht man nicht, man sieht nur das Gelände. Wir sind jetzt auch auf der Levensauer Hochbrücke, aber die neue. Und das ist die alte da drüben. Und die wird entweder abgerissen oder saniert. Und ich glaube auch, diese neue ist mittlerweile so alt, dass die auch irgendwie neu gemacht wird. Ich würde mal sagen, die ist so an die über 30 Jahre alt auch. Ah, definitiv. Ja. 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 Ich würde sogar sagen... 40. 40? Ja, kann sein. Hast recht. Ja. Also man überquert hier den Nord-Ostsee-Kanal, deswegen gibt es die Brücke. Ne? Ja. Nur für diejenigen unter euch, die sich hier nicht so gut auskennen. Wir fahren jetzt übrigens ja auf das Stadion des Fußball-Erstligisten Holstein-Kiel zu. Ja, wie sind eure Meinungen? Bleibt Holstein-Kiel länger als eine Saison in der ersten Fußball-Bundesliga? Oder sagen Sie nach dieser Saison schon wieder Adios? Adios. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich verfolge das natürlich interessiert, weil man aus dieser Region hier kommt und sehe eigentlich überwiegend Niederlagen. Also, ich glaube, die haben jetzt einmal gewonnen, ne? Die haben jetzt neulich haben sie gewonnen gegen Hoffenheim? Heidenheim, glaube ich, heißt der Ort. Okay. Ja. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, Heidenheim war es. Ja, das ist auch husselig anzusehen hier. Grau und grau. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, hätten wir eine schöne Herbstfärbung. Hätte man könnte Fahrrad. Von Indian Summer sprechen. Hätte. Aber davon sind wir bei dem grauen Himmel natürlich weit entfernt. Ja. Aber ich mag es auch immer noch, so wie ich als Kind unterwegs war, mit den Füßen durch die Blätter schlurren. Ich mag das. Ja, ist auch schön. Ist auch schön. Übrigens, das ist jetzt die aktuelle Temperatur. 8 Grad. Ja, so ja. Sieht das aus. Wie gesagt, wir sind in Kiel angekommen, holen unseren Sohn ab, gehen ein bisschen was einkaufen fürs Wochenende, gehen wahrscheinlich ein bisschen was frühstücken. Du hast Moritz noch nicht gesehen, genau. Seit du hier bist. Ich habe ihn schon gesehen und ja, freuen wir uns ein bisschen zu quatschen. So ja. Sieht's aus. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank für eure Unterstützung und wir sagen Tschüss und hasta luego, bis zum nächsten Mal. Ciao, adios, einen schönen Samstag.